to someplace under the sky. Realness, restless heart never lies. Wir sind in Goldingen vor Ort beim Gebhard Beini. Der gelernte Elektriker und Holzschnitzer hat vor 20 Jahren eine Modellfluggruppe gegründet und sich sogar ein zweisitziges Motorflugzeug gebaut. Jetzt wartet er noch auf Zulassung. Wie es zu deren Erfüllung von seinem Kindertraum gekommen ist, wird uns der Gebhard Beini gerade selber berichten. Ich bin eigentlich drauf gekommen durch einen Zeitungsartikel, wo es ein Flugzeug drin war, das selber gebaut worden ist. Und das hat mir dann eigentlich so imponiert und eigentlich keine Ruhe mehr gelassen. Und jetzt bin ich einfach in ein Alter gekommen, wo ich gesagt habe, entweder jetzt oder nicht mehr. Das Flugzeug ist also nicht fertig gekommen. Und da ist nur ein Mittelteil vom Rumpf, wo wir jetzt hier sehen, dahinter, der Mittelteil, der ist ein Aluminiumrumpf, der ist gekommen und den musste ich nachher innen dran verstärken. Dann weiter ist nachher der Einbau auch den gekommen, da vom Motor. Das ist also ein VW Porsche Motor. Das Gebläse ist vom Porsche 911. Ja. Und das ist extra so konstruiert, also dass man für den Flieger nehmen kann. Da haben wir Höhenmesser, Geschwindigkeit. Und da gibt es dann an, ob ich steigen oder sinken tue. Ich kann gut 10 Jahre bauen. Also das heisst, nicht immer bauen natürlich. Ich habe das in der Freizeit machen. Und ich hatte auch eine grosse Ferien so von der Arbeit her, sonst als Holzbildhauer. Und dann hat es mir nichts anderes gegeben, als am Samstagnachmittag vielleicht noch, am Abend wieder eine Stunde, vielleicht zwei Stunden und so. Darum hat sich das einfach aussinnig rausgezogen. Das Flugzeug könnte ich dieses Jahr fliegen, aber ich muss noch die Umschulung machen. Um das geht es jetzt eigentlich noch. Also zuerst wär das schon mal, dass ich eher so gegen dumme fliege. Ja, das ist schon das. Aber mir wäre es jetzt einfach wichtig, dass ich fliege oder dass ich mindestens mal sehe, wie er fliegt. Das ist ein Hobby, ja. Aber eins, das ziemlich tief ist, irgendwie.